Willkommen zurück zu Bendy and Dating Machine. Danke fürs Einschalten. Ich bin Mumphy und let's go. Ich bin auf dem Weg runter ins Tintenlager. Erstmal wieder absacken lassen, das ganze Zeug. Mal wieder runter. Ich weiß nicht, wo die Toilettenspülung ist, aber ich glaube, die ist sehr hilfreich für uns. Hier ist schon wieder so ganz viel von diesem gegrützten Zeug. Da ist wieder so ein Ding. Da ist wieder. Lass mich ran. Oh. Okay. Und jetzt kann ich wahrscheinlich die Tür öffnen. Yes, meine Güte. Räum einen neuen Weg frei. Tipp, eine Axt könnte nützlich sein. Ich habe doch meine Fäuste. Egal, nehmen wir die Axt. Das wird definitiv. Was? Der Erfinder hat zu uns gelogen. Warum hat er das gemacht? Der Ersteller, der Entwickler, der Creator. Oh ja, jetzt können alle kommen, jetzt ist vorbei, jetzt habe ich eine Axt. Ich weiß, wir haben nichts in den Armen, aber hey, wir haben was in der Hand, haben wir was. Wir haben nichts in der Arme, aber wir haben was in der Hand. Sind wir wieder hier, wo wir waren? Ich glaube, wir kommen jetzt wieder da raus. Oh, hoppala. Wir kommen jetzt wieder. Sorry, ich habe die Tür kaputt. Bis jetzt komme ich nicht mehr zurück. Habe ich mir schon gedacht. Das ist wieder die Tinte. Das ist keine normale Tinte. Ich gehe mal hier in der Mitte. Hui, ja, ich sag mal ja. Das ist Rollstuhl. Da ist wieder dieser Typ. Und ich bin tot. Bin ich echt tot? Weiß ich nicht. Kapitel 2. Ah, ich hab das doch. Oh mein Kopf, was ist passiert? Ich hab doch alle Kapitel, ich wusste es nicht. Aber ich glaube, das erste Kapitel ist eh kostenlos. Ich glaube, es gibt eine Demo bei Steam, wenn ihr das selbst mal spielen wollt. Da ist doch unsere liebe Axt. Sorry. Finde einen neuen Ausgang. Diese Axt. Eine Axt könnte nützlich sein. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie kann ich die Schriften undeutlich erkennen. Warte mal, ich sehe gar nichts mehr. Günther! Ruf den Ohrenarzt! Ich sehe nichts mehr. Jetzt bammelt mein Handy. Erschreck mich doch nicht so. Was hast du? Wer hat mich angeschrieben? Oh Gott, jetzt ist es weg. Danke. Ach, hier komme ich durch. Ja, hinter mir ist nichts. Das ist jetzt Kapitel 2. Es gibt mehrere als ein. Das weiß ich. Was ist jetzt da runtergekommen? Sag mal, Spinze? Das kann wehtun. He will set us free. Was haben wir hier? Oh! Oh! Mein Gott, ey. Wenn ich einmal dran bin, dann gehe ich ab, ey. Denn dann ist nicht mehr aufzuhalten. Warum? Wer erneuert eigentlich immer wieder die Kerzen hier? Die können doch nicht dauerhaft durchbrennen. Wie ist dieser Ort so groß? Ich finde, das ist kleiner. Oder warte mal. Ich weiß nicht, wie das. Eine Audio. Leute, auf Audios freue ich mich am meisten. Stimme von Sammy Lawrence. Er tritt aus dem Schatten hervor, um mich mit seinen süßen Segen zu beschenken. Die Figur aus Tinte erstrahlt in der Dunkelheit. Ich sehe dich, mein Retter. Ich bitte dich, mich zu erhören. Diese alten Lieder, ich singe sie noch immer, denn ich weiß, dass du kommen wirst, um mich zu retten. Und ich werde deine letzte liebevolle Umarmung hingezogen werden. Doch die Liebe gefordert Opfer. Kann ich einen Arm bekommen? Du willst was kriegst du? Hat ich das jetzt auch vorgelesen? Ist das aufgenommen? Habe ich das vorgelesen, Leute? Ich weiß nicht, was habe ich jetzt aufgenommen? Ich habe keine Ahnung. Der will einen Arm von mir. Also, ein Arm oder ein Arm? Ich habe keine Ahnung, was der von mir will. Train Trouble. Guten Tag. Huiya! Oh. Holy moly, den habe ich... Bist du verrückt? Ich habe doch gesagt, du bist... Als ob der jetzt wieder... Okay, okay. Hä, hey, warte. Als ob... Ich habe nach hinten geguckt, auf einmal war das Ding wie... Was ist hier los? Jetzt bist du weg. Und was, wenn ich nach oben gucke? Willst du mich veräppeln? Okay, jetzt bleibst du kaputt. Wenn du bist eh wieder respawn. Ich hasse dich. Kann ich hier durch? Ich weiß nicht, warum das Ding respawnt. Ich glaube, es hat irgendeine Art von Krankheit. Hey, du! Bleib stehen! Wer bist du? Entschuldigung, kannst du mir helfen? Hallo? Ach, ich habe den Sound nicht an. Kannst du mir helfen? Where the hell did he go?
Hier, dadurch ist er gegangen, durch das Loch. Kannst du dich auch wieder respawnen, du Cheater? Alter, das ist eine Menge. Ich werde das jetzt nicht alle süppeln. Dann kann ich gar nicht mehr aufrecht stehen. Das ist ein Knopf. Da ist ein Knopf, ich muss das wegsüppeln. Ich muss einen Knopf... Hallo? Das ist Strom. Einfach kaputt machen. Keine Ahnung, was das für ein Typen. Das ist kein Tor, oder? Ist das ein Tor? Woran siehst du, dass das ein Tor ist? Hier ist ein Tor. Leite die Energie zum Tor um. Finde die drei Schalter. Da ist einer. Da ist doch einer. Okay, wie ist es denn mit dem hier? Ja, jetzt geht's. Jetzt geht's. Okay, einen haben wir. Hier passiert doch irgendwas, oder? Ja. Kann ruhig kommen, ne? Ich hab hier... Oh, hoppala. Sorry, Planke. Ich hab ne Axt. Hier, guckt. Mist, schon die Dinger können sich respawnen. Das ist genauso ätzend. Stuhl. Kann ich nicht kaputt machen. Da ist ein Schalter. Da ist ein Schalter. Ne, das ist ein Audio. Die hatten wir aber schon gelesen. Glaube ich. Ich hoffe mal, ich hatte es recorded. Ich bin mir nicht sicher. Zwei? Wenn ich richtig zähle. Und hier ist der dritte. Direkt gegenüber. Öffne das Tor. In der Richtung. Unser Sprint ist besser geworden im Kapitel 2, habe ich das Gefühl. Oh nein. Oh mein Gott, ich werde immer schneller. Ja, Beinmuskeltraining ist das Ganze hier. Ganz easy. So, öffne dich, Tor. Es öffnet sich hinter mir was. Nein. Okay. Bretter. Kombo des Todes. Es ist wirklich dunkel hier drin. Ich finde, das sieht genauso dunkel aus wie in den anderen Räumen, oder? Das sieht genauso aus. Aber hier eine Audio. Okay. Stimme von demselben, den wir vorher hatten. Zuallererstes installiert Joey diese Tintenmaschine über unseren Köpfen. Dann... Dann beging sie auszulaufen. Dreimal im letzten Monat könnten wir nicht einmal unsere Abteilung verlassen, weil die Tinte das Treppenhaus überschwemmt hatte. Joeys Lösung? Eine Tintenpumpe, um sie regelmäßig zu entleeren. Jetzt habe ich dieses hässliche Pumpenschalter direkt neben meinem Büro. Menschen kommen und gehen den ganzen Tag lang. Vielen Dank, Joey. Genau das, was ich gebraucht habe. Noch mehr Ablenkung. Diese dummen Cartoon-Songs schreiben sich nicht von allein. Habe ich ja nichts mit zu tun, oder? Ich bin Henry, oder nicht? Ich glaube, ich bin Henry. Ich bin so ein richtiger Henry. Als ob du nicht respawnst. Ha! Low. Immer diese Low-Level. So, was haben wir hier? Was ist ein Audio? Hey, da freut sich der Mamfi. Let's go. Stimme von Norman Polk. Norman Polk? Okay, warum nicht? Jeden Tag passiert die gleiche merkwürdige Mist. Ich bin in meiner Kabine. Die Band beginnt zu proben. Die Band beginnt zu proben. Und plötzlich kommt Sammy Lawrence herein und beendet das Ganze. Weist uns alle an, in der Halle zu warten. Dann höre ich ihn. Er startet meinen Projektor und rast von der Projektorkabine nach unten zum Aufnahmestudio. Als ob der Teufel hinter ihm her wäre. Ein paar Sekunden später schaltet sich der Projektor aus. Aber Sammy kommt eine Zeit lang nicht mehr raus. Dieser Mann ist seltsam, folgt uns seltsam. Auf der einen Seite habe ich große Lust dazu, mit Herrn Drew über all das zu reden. Auf der anderen Seite muss ich zugeben, dass Herr Drew seine eigenen Besonderheiten aufweist. Ich hab das Ding hier aktiviert. Hallo? Ich hab das Ding hier aktiviert. Muss ich warten? Hallo? Okay, da passiert nichts mit dem Projektor. Ich habe den angemacht, aber da passiert nichts. Ist er kaputt? Konnte ich hier noch was anderes machen? Die Audio hatten wir schon. Genau, hier war ich noch nicht. Der Typ ist... Boah, der ist echt komisch. Aber das ist halt Tinten. Das sieht aus wie Blut, Schwarzes. Warum geht das nicht auf? Warte mal. Warte, der Projektor ist angegangen. Ich glaube, der ist angegangen. Ne, der ist wieder aus. Ich sehe nichts. Nein, es ist wieder so weit.
If I'm gonna get out of here, I'll need to find a way to drain it. Finde die Pumpensteuerung. Oh, da ist sie doch. Was hab ich jetzt gemacht? Das war nicht die Klospülung. Was habe ich jetzt getan? Hallo? Hulsa! Als ob das geht. Warum greift mich Tinte an? Hey, geh weg! Was? Hör auf, Tinte! Bleib brave Tinte und schreib irgendwas. Gehen die Dinger. Kommen die wieder hoch? Kaputt. Was ist mit meinem Bild? Das ist voller Tinte. Ich weiß gar nicht, wohin ich muss. Die Dinger sind tot. Ich hoffe, die bleiben auch so. Da ist wieder so eins. Oh, ich habe voll daneben geaimt. Okay, Musik. Was geht jetzt? Okay, die Musik geht wieder weiter. Ist das hier los? Ah, das habe ich angemacht. Okay. Das sind Tintenkreaturen. Schön. Let's go. Ich ziehe mir jetzt erstmal Film ein, Leute. Ich kann nichts erkennen. Es ist zu weit weg. Okay, die tanzen da irgendwie. So, hier springt doch gleich irgendwas von unten hoch. Da kommt immer nur dasselbe. Kann ich hier rüberspringen? Nee, aber vielleicht kann ich da runter. Mal die Mucke aus. Aufnahme. Ach, jetzt komme ich wahrscheinlich hier rein. Ja, das ist der Raum. Aufnahmeraum. Muss ich jetzt ein Battle machen, der Bisse? Ein Bot. Was geht das wieder los? Ich beherrsche mich dieses Mal. Jetzt ist das Bild wieder aus. Vielleicht muss ich schnell runterrennen, mir das angucken. Das macht ja keinen Sinn. Holy. Naja, groß ist nicht immer besser. Hallo? Kann ich helfen? Was ist jetzt kaputt? So. Stimme von Susi. Ich mag zwar erst meinen zweiten Monat für Joey Duro arbeiten, aber ich kann schon jetzt sagen, dass ich es liebe, hier zu sein. Die Leute scheinen meine Alice Angel Stimme wirklich zu mögen. Sammy sagt, dass sie eines Tages genauso berühmt wie Bennys Stimme sein könnte. In den letzten paar Wochen habe ich alles vertont. Von sprechenden Stühlen bis hin zu... Was für Dinger? Bis hin zu tanzenden Hühnern. Aber das ist der erste Charakter, mit dem ich mich wirklich verbunden fühlte. Als ob sie ein Teil von mir wäre. Alice und ich gehen gemeinsame Wege. Nice. Und ihr habt eine viel bessere Stimme als ich. Von meiner Imitate-Stimme aber auch genial. So, hab ich eigentlich fast getroffen, ne? Ja, was muss ich machen? Hab keine Ahnung. Was steht denn hier? Finde die Pumpensteuerung. Ach so. Ist wahrscheinlich hier dahinter, wa? Mach auf. Also kann ich das hier kaputt hauen? Nee. Bin zu schwach. Jetzt kommt der Bass raus. Ach so. Oh, jetzt geht's ab. Okay, das passt nicht. Was muss ich machen? Vielleicht den Projektor nochmal anmachen? Was ist das denn hier für ein langer Gang? Ist der schon immer hier? Wow. Notice. Spring mal einfach rein. Sterbe ich dann? Ich kann nicht weiter. Die Tür geht auf. Da ist, was drinne. Eine Orgel. Eine Orgeline ist das. Was ist das denn? Irgendjemand hat geschrien? Hört mal. Da antwortet jemand. E.T.? Ich kommuniziere mit irgendwelchen Wesen. Die sagen danach immer... Verstehe nur nicht viel davon. Alter, der Raum-Performance-Probleme. Was ist das denn hier? Angry? Der sieht überall gleich aus. Boah, schnell raus aus dem Raum. Ja, richtig Performance-Einbrüche da drin. Was ist das denn? Noch einchecken. Ich habe keinen Untertitel, warum nicht? Kann ich auch nicht öffnen, seit wann gibt's die? The pump switch, all right. But that's one hell of a leak blocking the door, though. If I could just stop that ink from flowing, maybe I can get in. Nimm die Pappe hier. Warte mal, da ist noch was. Ein Audiolog. Let's go. Wally. Neulich halte ich mein Kehrblech aus dem Flurschrank und rate mal was. Ich kann meinen verdammten Schlüssel nicht finden. Es ist, als ob sie in Luft aufgelöst hätte oder so. Was redet der denn da?
Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass sie in einen der Müll... Wie schnell bist denn du? In einen der Mülltonnen gefallen sind, als ich letzte Woche meinen Runden gedreht habe. Was ist das denn für ein Symbol? N. Ich hoffe nur, dass niemand es Sammy erzählen wird. Denn wenn er herausfindet, dass ich meine Schlüssel schon wieder verloren habe, bin ich auch... Ja, wo sind die denn? In einer Mülltonne. In einer Mülltonne sind... Hoppala. Ist ja egal, wir gehen da einfach so durch. Ach so, braucht die Schlüssel. Das heißt doch eigentlich kein Problem. Gehen wir durch, ist ja nur Tinte. Tut Tinte weh? Da ist ein Schrank. Die geht nicht auf. Schrank. Da müssen wir rein. Da ist eine Mülltonne. Das ist auch eine Mülltonne? Nee, ich muss nicht hier gucken. Jetzt geht hier die Tür auf. Warum gehen die Türen denn jetzt immer ein oder anderen auf? Aber hey, cool. Oh. Okay. Nicht die weiße Reihe. Was ist das denn? Sie haben gecheatet. Oh, geil. Ich kann weiterspielen. Leute, das machen wir. So, pass mal auf. Pass mal auf. Okay. Pass auf. Die easy. Easy. Pass auf. Pass auf. Bam. Was ist das denn? Hier wird doch gehackt. Mein letzter Versuch. Der war drinne. Easy, easy, easy. Was ist das denn für eine Hack? Ich will nur einen rein haben. Damit jeder stolz sein kann. Boah, die wäre fast rausgeflogen. Das habe ich kaputt gemacht. Ja, seht ihr? Die cheaten. Mach einfach weiter. Easy. Ja, gut. Ha! Hier geht auch. Ich will eine rein. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ne. An der Stelle bin ich raus. Aber sonst ist hier nichts, ne? In dem Raum. Hier ist nichts mehr. Ich glaube, ich muss eine reinkriegen. Ich krieg keine rein. Da ist ein Auge drauf. Oh! Sind die wieder da oben? Nee, die spawnen nicht wieder zurück. Da ist der Schlüssel. Ah, die Schlüssel sogar. Ich wüsste doch, da irgendwo im Mülleimer die Schlüssel sind. Ich hab gerade jeden Mülleimer abgesucht, außer den. Let's go! Ich sag doch, wir schaffen. Ich krieg die Tür. Ach so, ist die falsche Tür. Wahrscheinlich brauchen wir da irgendwas zum Stopfen. Ich weiß auch nicht ganz genau, was das bringt. Ey, ein Audio. Let's do this. Audio-Lock. Schon wieder Sammy. Warum steht denn das da jetzt? Da war eine Mission. Ja, warte mal. Eben von neu. Jeder künstlerische Mensch braucht eine Zufluchtsort. Joey hat sein und ich habe mein. Um ihn betreten zu können, musst du nur mein Lieblingslied kennen. Ach du meine Güte. Das Klavier erklingt sanft. Das Banjo spielt, die Trommel donnert, triumphiert. Was für ein Ding? Triumphierend. Die Geige spielt mit durchdringender Stimme. Was war das jetzt? Wahrscheinlich eine Reihenfolge. Dann singen wir ein Lied und mein Heiligtum wird sich für die öffnen. Also Klavier, Banjo, Trommel, Geige. Easy. Klavier, Banjo, Trommel, Geige. Klavier, Banjo, Trommel, Geige. Klavier, Banjo, Banjo, Trommel. Alter, bin ich gut. Und Geige. Was ist jetzt? Ich glaube, ich muss den Projektor erstmal aktivieren. Projektor aktivieren. Und jetzt muss ich wahrscheinlich runter. Und wenn ich was falsch mache, deaktiviert der sich, glaube ich, instant. Was war das jetzt? Also Klavier. Nice. Banjo. Das wird hinhauen. Trommel. Und das Ding bleibt immer noch. Geige. Hä? Ich glaube, ich war zu langsam. Und activated. Geklappt? Was ist denn das? Bin ich auf den Kopf gefallen? Das war doch gar keine Geige. Das letzte war doch gar keine Geige. Was ist denn mit mir kaputt? Ist euch mal aufgefallen, dass wenn wir hier oben sind, dass da überall Pappmaché-Dinger stehen und sobald ich runtergehe, sind die alle weg? Da ist die Geige. Ich suche die ganze Zeit. Die liegt hier auf dem Stuhl. Ich hab da hinten das Ding gespielt. Ich muss die Geige spielen. Ja, jetzt habe ich sie kaputt gemacht. Super, jetzt ist es vorbei. Ist ja auch klar, dass das nicht funktioniert. Jetzt stehen die Pappmaché-Dinger wieder da.
Oh, jetzt schaffen wir das, Leute. Easy machen wir das jetzt. Klavierchen. Ist auch geil gemacht, ist bereit, gespielt zu werden von mir. Das Ding. Das Ding. Und jetzt kommt die Geige. Ja. Ha. Schnell weg hier. Ja. Ja, die Dinger hier. Ja, zeig sie ruhig. Ich weiß, ich habe das falsche Ding gespielt. Bin doof, ich weiß. Kann ich das Banjo spielen? Oh nein, hier passiert doch irgendwas wieder, ne? Fluss. Was für ein Fluss? Einen nach unten? Finde das zweite Ventil. Ach so. Sing a happy song, whistle a merry tune. Waterfall. Sing a happy song, whistle a merry tune. Wait for his arrival, he's coming very soon. Oh shit. Das ist, glaube ich, nicht gut, wenn er irgendwann kommt. Wer denn? Das ist ein Horrorlied, Jungs und Mädels. Sing a happy song, whistle a mercy. Was für ein Mercy? Ich kann ja nicht mehr leben. Ich wollte sagen, ich kann nicht mehr leben. Was ist denn jetzt los? Oh, ihr schon wieder. Doofe Tinte. Ich kenne euch alle. Tinte. Ich glaube, ich kann nie wieder Tinte sehen. Und du hast mich erschreckt. Ich hab ein Tintentrauma danach. Boah, ihr seid One-Hits, ey. Ihr seid viel zu Low-Level. Und zack. Boah, ho, 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 ho. Endboss. Ja, wirklich ein Endboss, ey. Was können wir jetzt machen? Warte, wir haben eins gefunden. Was machen wir jetzt? Was habe ich denn jetzt zu tun? Finde das zweite Ventil. Ja, das ist ja da hinten in dem Raum. Das ist ja hier. Ach ja, da komme ich ja jetzt durch. Oder ne, komme ich nicht. Was muss ich jetzt machen? Erstmal eine reinkippen. Aber hier unten ist frei. Das haben wir abgesoffen, ablaufen lassen. Hui, sauer. Ja. Ha, wieder so ein Low-Level. Haben wir jetzt zu tun? Mülleimer, hier ist alles noch voller Tinte. Wie, wo ist es hin? Waren wir hier schon mal? Was meint der? Keine Ahnung, was der von mir will. Was ist hier unten? Sind wir hier mal lang gelaufen? Kann sein. Ist aber lange her. Ach, das Ding ist weg. So, so. Gut, dann machen wir das. Hier unten bewegt sich was. Nee, das geht hier ab. Hä? Hallo? Down here, we are sinners. Warum das denn? Ich bin verwirrt. Yoda? Bist du's? Ich hab keine Ahnung, was hier los ist. Down here, ja, soll ich mal reingehen? Ich geh mal rein. Oh Gott, was ist das denn? Hallo? Hier muss ich lang. Boah, der ist ja richtig equipped. Das Ding hat das Ventil, komm mal raus da. Dein Tinte hier. Ich kill gerade deine ganze Family. Die besteht wahrscheinlich aus Tinte, sorry dafür. Warum will er nicht kämpfen? Der hat doch sogar so voll das Equip. Der ist richtig immer. Wahrscheinlich Pay-to-Winner ist das. Richtiger Pay-to-Winner. Jack Fane. Ich liebe die Stille. Doch in diesen geschäftlichen Zeiten ist es schwer, sie zu finden. Und was ist das für ein Name? Ach so, das ist, und ja, sicherlich kann es hier unten zum Himmel stinken, aber es ist genau das Richtige. Oh ja. Für einen alten Komponisten wie mich. Jetzt geht das Ding wieder aus. Sammys Lieder halten immer einen gemissen Schwung, aber wenn ich nicht von Zeit zu Zeit etwas andere täte, ich habe jetzt Töte gelesen, würden mir keine passenden Liedtexte mehr einfallen. Also werde ich meine Gedanken immer für Musik und meine Nase geschlossen halten. Ach, er hält seinen... Okay. Er hält seine Nase frei für Musik, damit er den Gestank nicht sehen muss. Du! Let's go! Ich habe noch ein Hühnchen mit dir zu rupfen. Gib mir mein Ventil! Da ist der Typ. Aber da müssen wir klug anstellen bei dem. Sing with me. I won't beat you. And then I mops your Ventil. Oh, jetzt habe ich dich aber. Ey, sag mal, der ist viel zu OP, der Junge. Oh, warte mal. Gut, ja. Was hab ich jetzt gemacht? Ich hab die Idee. Kann ich dich auch wieder runterlassen? Was habe ich das jetzt gebracht? Ja, kann ich. Ja, geh mal dahin. Ich soll wieder dahin gehen. Yes, bist du dran. Bleib da stehen. Oh.
Master Kill. Das ist Matschepampe. Aber geschieht dir recht? Einfach Ventil zu mopsen. Du hast ganz genau gesehen, du. Ja. Niemand mopst hier mein Ventil. Sag mal, früher konnte ich springen. Ah, jetzt geht's wieder. Seit wann steht das denn da? The Sheep will come to Slaughter. Wieso will das Schaf kommen zum Schlechter? Das Schaf will zum Schlechter kommen. Ist es verrückt? Willst du auf dem Butterbrot landen? Keine Ahnung. Alle hopp! Da ist was. Der Schatten ist weg. Wow. Geht's dir gut, Pappmaché-Puppe? Okay, wo müssen wir jetzt hin? Was haben wir jetzt gefunden? Ach ja, das Ding hier. Stimmt. So, und jetzt können wir... Was können wir denn jetzt? Das Ding drehen wahrscheinlich. Oh. Ah ja, stimmt, der Sound. Ja, Luke. Geh zurück zu Sammys Büro. Alles klar, machen wir in der nächsten Folge, wa? Bis dahin. Macht's gut wie immer. Schaut beim nächsten Part wieder vorbei, wenn es heißt... Nieder mit der Tinte. Nieder mit der Tinte. Ist doch gar nicht umweltfreundlich, oder? Und geht mal lieber in Paint und zeichnet dort. Naja, zieht er ja auch Strom, ne, eigentlich. Wie auch immer, bis zum nächsten Part von Bendy und The Ink Machine. Bis dahin, macht's gut und bye bye.